So, eins weiß ich, das ist Werbung. Das hast du richtig erkannt. Für ein Waschmittel. Oh, richtig. Ja, ich werde immer besser. Und wofür ist das? Kakao und Schokolade. Ja, auch gut erkannt. Ja, bitteschön, der Herr. Ne? Wunderschönen guten Tag. Hallo. Das ist Sven Deutschmanek, ich bin der Horst. Hallo. Wer bist du? Ich bin der André. André, freut mich. André, ein bisschen zu deiner Person. Wo lebst du, wo kommst du her? Ich bin 43 Jahre alt, komme aus Büdingen, das liegt in Hessen, in der Nähe von Frankfurt. Ja, und was machst du beruflich? Ich bin Schornsteinfeger. Ach, schön. Da wirst du aber häufig gefragt, darf ich mal oder bringst du Glück, ne? Richtig, ja. Hast du noch Zylinder? Hab ich, ja. Ehrlich? Ja. Aber nicht mehr täglich an der Arbeit, weil es ein leichtes Hindernis ist. Aber wenn man einen kleinen Auftritt bei einer Hochzeit hat oder so, dann immer wieder gerne. Finde ich großartig. Ja. Verheiratet, Kinder? Ich lebe momentan in Scheidung. Ich habe zwei Kinder noch, Hanna und Anton. Ja. Sehr schön. Mein Lieber, normalerweise würde ich fragen, wo hast du die Schulter her, wenn du mir was erzählen willst. Aber vielleicht hast du sie schon ewig, Keller oder sonst irgendwo. Ich habe beide Schilder durch meine Arbeit als Schornsteinfeger gefunden. Immer auf dem Dachboden. Logisch eigentlich. Ne? Hast du gerade gesagt, was der vom Keller? Nee, er kommt auf jeden Dachboden. Da hast du natürlich vollkommen recht, hätte ich auch selber drauf kommen können. So, jetzt hören wir mal an, was der Kollege zu erzählen hat. Also, das würde mich erstmal interessieren, weil ich es vom Alter her in die 70er Jahre wegen den Farben schicken würde. Könnte man jetzt annehmen, ne? Auch diese Verpackung, die wir jetzt da drauf haben. Nee, das Schild ist älter. Ich denke mal, das ist irgendwann in den 30er Jahren entstanden. Wow. Ne? Persil war schon immer dafür bekannt, dass sie werbetechnisch gut unterwegs waren. Und dieses Schild, was du hier mitgebracht hast, ist sehr großformatig. Ich würde mal sagen, 1,10 Meter, 1,20 Meter und in der Breite wahrscheinlich irgendwas um die 80. Und der Erhaltungszustand ist auch wirklich noch sehr gut. Wir haben natürlich die typischen Beschädigungen, dass es irgendwo mal montiert war. Hast du das Schild mal irgendwie über den Boden geschoben oder sowas? Nee, nix. Wegen den. Genau, du siehst, das sind aber Kratzer. Ich glaube nicht, dass es gebrochen ist. Weil Emaille ist ja aufgetragen und wenn ich das jetzt irgendwie biegen würde, könnte es sein, dass es abplatzt. Aber das wurde einmal irgendwo drüber geschoben. Siehst du das, Horst? Ja. Weil unten diese Kratzer auch in das andere Motiv mit reingehen. Tja, Persil, Waschmittel, das gibt es schon seit 1909. War natürlich eine mega Erfindung. Damit hat Persil oder die Firma Henkel sich einen riesengroßen Namen gemacht, weil, steht ja auch drauf, selbsttätiges Waschmittel. Das hat damals den Waschalltag um einiges erleichtert. Unten in den Ecken, da siehst du einmal Henkel AG Düsseldorf. Das ist die Henkel AG, die Persil hergestellt hat. Ja. Es gab ja auch immer noch kleine Emaillierwerke oder Emaillierwerke an sich, die solche Schilder produziert haben. Es kann durchaus sein, dass die diese Schilder selber produziert haben. So, weg von dem großen Persil-Schild, hinüber zu diesem kleinen blauen Schild. Das stellt sich zum Beispiel viel älter ein. Das ist fast genauso alt. Ich würde mal sagen 20er, vielleicht 1925. Und da hast du einmal Burg Braun. Das hängt damit zusammen, es gab einen Herrn Burg und einen Herrn Braun. Und die haben eine Süßwarenfabrik gegründet, 1919. Das waren zwei Cottbusser Geschäftsmänner. Und die haben dann Kakao und Trinkschokolade und sowas hergestellt. Burg Braun wurde im Zweiten Weltkrieg dann zwangsverpflichtet, eine Fliegerschokolade zu produzieren. Das war die sogenannte Schoka-Cola. Das war eine Schokolade, die einen Koffeinanteil hatte, damit die Piloten länger wach blieben. Und das ist jetzt ein Schild aus den 20er Jahren im recht guten Erhaltungszustand. Hier haben wir auch nur diese kleinen Beschädigungen an diesen Ecken. Hier gibt es auch wieder keinen Hinweis auf ein Emaillierwerk. Aber solche kleinen Schilder in diesem Erhaltungszustand sind seltener. Es hängt auch damit zusammen, dass dieses Burgbraun-Schild seltener ist, weil die Marke war nicht ganz so bekannt wie Persil. Persil hat in großen Stückzahlen produziert und eine kleinere Manufaktur hat natürlich nicht so viel Kohle gehabt, um Werbung zu machen. Deswegen sind solche Schilder von Firmen, die nicht so bekannt waren, natürlich seltener. Da hast du vollkommen recht. Mhm. Gut, mein Lieber, schon sind wir Richtung Wunschpreis unterwegs. Was möchtest du gerne haben? 1.000 Euro. 1.000 Euro. Ist das zu viel oder erreichbar? Also 1.000 Euro kriegen wir hin. Zumindest bei dem Schild. Hier liege ich irgendwo zwischen 900 und 1.100 Euro in dem Zustand. Mhm. Und bei dem kleinen Burgbraun-Schokoladen-Kakaoschild liege ich bei 200 Euro. Da sind wir bei 1.100 bis 1.300 Euro für beide. Ja. Kann man nichts gegen sagen. Ne? Hört sich gut an. Ja. So. Ich überreiche dir das Kärtchen. Drei bezaubernde Damen, zwei Herren warten drüben auf dich. Viel Spaß. Okay. Tschüss, mein Lieber. Ciao. Burgbraun-Kakaoschokolade, ein Emaille-Schild. Mhm. Aber das war, glaube ich, noch nicht alles. Denn hier, oh, das sieht auch nach einem Emaille-Schild aus. Oh ja. Oh, Persil. Riesig. Nee, sehr das schön. Das ist ja witzig. Super.
Oh ja, Persil. Okay. Firma Henkel, hier aus dem Rheinland. Das ist aber toll. Schön. 30er Jahre, ne? Für alle Wäsche. Vielleicht sogar nach 20er Jahre, oder? Also ich bin momentan sehr aufgeregt. Ich bin gespannt, wie die Händler die Emaille-Schilder beurteilen werden und hoffe, dass sich da ein Biedergefecht ergibt. Als Schornsteinfeger dürfte André doch das Glück auf seiner Seite haben, oder? Guten Tag. Hallo. 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 Moin, moin. Hallo. Ja, Wahnsinn. Ja. Wir sind alle begeistert. Dankeschön. Toll. Das freut mich. Ist schon mal eine Größe. Aus welchem Jahr sind Ihre Schilder? Das blaue Schild ist aus den 20er Jahren und das große Persil-Schild ist aus den 30er Jahren. Sind da Restaurierungen dran gemacht worden? Nein, wurde nichts dran gemacht. Es sind natürlich die üblichen Gebrauchsspuren an den Verschraubungen. Ja, genau. Und das große Schild hat leider ein paar Schleifspuren sozusagen. Da ist es wohl mal über was drüber gezogen worden. Ja, ich beginne mal mit 500 Euro für beide. Starte ich. 600. 650. 700. 750. 800. 850. 900. 1000. Und 50. 1100. 50. 1200. 50. Da schaukelt ihr euch jetzt mal alleine hoch. Wir haben gar keinen Raum, irgendwas zu sagen. Aber ich bin, glaube ich, raus bei Schildern. Tja, 1300. 50. Was hat denn der Sven gesagt? Das kleine Schild lag bei der Expertise bei 200 und für das Persil-Schild 900 bis 1100. Oh. Mhm. Deswegen habe ich auch gerade so aufgestöhnt, weil ich nämlich in etwa auch da war. Aber ich bin trotzdem gerne mit 1350 dabei. Na dann. Machst du noch 1400? Nö. Ja. Ja, wir beide machen das? Gerne. Super. Ja. Ein toller Deal. Wunsch und Schätzpreis sind übertroffen. 2, 4, 6, 8, 1000, 200, 1300 und 1350. Ich leg die mal hier so hin. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für den Besuch. Alles Gute. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.